Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Illumina. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Genomikbranche tätig. Bisher gibt es noch keine Dividende für die Aktionäre. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium: Wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn pro Jahr im Durchschnitt um 8% angestiegen. Und das ist schwächer als in den letzten 10 Jahren, wo der Wert bei 23% liegt. Und hier gibt es für mir einen Punkt von zwei möglichen Punkten. Jetzt zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt um 11,7% pro Jahr nach oben gegangen. Und das ist schwächer als in den letzten 10 Jahren, wo der Wert bei 12,1% liegt. Also hier gibt es nur einen recht geringen Unterschied. Und hier vergebe ich einen Punkt von zwei möglichen Punkten. Jetzt zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um 9% pro Jahr im Durchschnitt angestiegen. Und das ist schwächer als in den letzten 10 Jahren, wo der Wert bei 14% liegt. Und hier gibt es ebenfalls von mir einen Punkt von zwei möglichen Punkten. Jetzt zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Schätzungen soll der Gewinn zwischen 2020 und 2023 um 27% im Durchschnitt pro Jahr ansteigen. Und das ist stärker als in den letzten 5 Jahren. Und daher gibt es hier von mir zwei von zwei Punkten. Jetzt zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow soll laut den aktuellen Prognosen Analysten zwischen 2020 und 2023 um 15% im Durchschnitt pro Jahr ansteigen, und das ist stärker als in den letzten 5 Jahren. Und auch hier gibt es deshalb von mir zwei von zwei Punkten. Dann noch zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Schätzungen soll der Umsatz zwischen 2020 und 2024 pro Jahr im Durchschnitt um 15% ansteigen, und das ist stärker als in den letzten 5 Jahren. Und damit gibt es auch hier von mir zwei von zwei möglichen Punkten. Jetzt noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und die Schuldenquote hat sich in den letzten 10 Jahren von 34% auf 25% verbessert. Und damit gibt es ja nochmal einen Punkt von einem möglichen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis. Und hier holt Illumina in meinem Wachstumscheck insgesamt 10 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Wachstumscheckampel landet die Aktie damit noch ganz knapp auf der besten Stufe. So, dann jetzt analysiere ich noch zum Abschluss, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich wie im Aktienfinder. Und hier sieht man zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie. Und zwar schon von circa 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Mitte Juli 2021. Und dann haben wir noch die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt schon erkennen, dass aktuell der Kurs relativ deutlich oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.